Ohne Teams, Standard, ohne komm, doch, mitkommen, ne? Ja. Komm, normal. Alle Fahrzeuge, 4 Rennen, okay. Mhm. Los geht's! Gott, jetzt kommt wieder das Blutdruckspiel, ey. So, ich gehe wie mal auf zufällig. Und schon, hast du schon Bock auf Panzer? Nee. Also ich selbst, also in meinem Inventar ja, aber sonst. Na denn. In dir. Viele random Menschen hier, das gefällt mir. Oh oh. Okay, okay. Ach Gott, das ist diese Motorbike-Strecke von einem Uralt-Game, oder? Ja. Alles klar. Na, mit dem mal. Kleinen von. Mit dem Kleinen von Sepsi bin ich sogar befreundet. Shit, wo ist Gas? A, oder? Ah. Ah. Ja. Oh Mann. Okay, los geht's. Yes. Ich muss wieder nach vorne. Ich muss John Panzer reinhauen. Ich muss John Panzer reinhauen. Los, ich hab Panzer. Lass mich in Ruhe. Hey John, bist du erster. Wie benutzt man Items? Sag ich dir nicht. mit L war's, oder? L2. Hi. Nein, es war L. Shit. Also ich werde es gleich rausfinden. Wer war das? Da kommt wieder ein schöner Panzer. Ach das Gott, nein, hör doch mal auf! Hallo, wer macht denn das? Ich bin John. Der Panzer kommt von mir mit Liebe. Ja, er kam auch nicht an. Ich habe ihn nämlich abgeblockt. Liebe hab kommt auch zurück, ne? Bist du ja, ne? Jo. Diese, wer denn hier, die ist auch. Nein, ey, ich mach hier. Oh, blauer Panzer. Oh, ich hasse das, dass der blaue Panzer soll doch nur den ersten treffen. Was soll denn das? Hallo? Was war. Hallo? Es geht schon wieder los! Es geht schon wieder los! Was ist denn das? Nicht euer Ernst. Ich bin neunter. Ich bin fünfter. Oh Gott, das ist der nächste, der mich. Ich wurde gerade weggerannt. Hui. Bringt das überhaupt was, dass man. Ach, ich weiß nicht. Ich mach's einfach weiter. Was bringt Nick? Alles bringt Nick. Panzer auf mich geschoben. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur gepilzt. Oh, ich höre einen blauen Panzer, oder? Ist das nicht ehrlich? Geht schon wieder der. Ich. Lass mich doch mal in Ruhe, blauer Panzer. Das ist so frech. Oh shit. Oh, komm, diese Ölfelder. Was soll denn das? Und die letzte Runde. Shit. Zweimal? Dreimal? Oh no, das läuft ja jetzt schon wieder kacke. Nein! Na, wenigstens hatte ich kein Item. Ich hatte auch keins zum Glück. Oh man. Was für eine Runde. Total kaputt, ja. Irgendjemand abschießen hier! Das gibt's doch nicht! Warum treffe ich ihn nicht? Ja, come on. Warum kann ich dich nicht einfach überholen? Ah, ja. Nein, die Ölplack! Och Mann! Die Map, ey. Kann mal jemand sauber machen. Yo, go, 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 go! Jo, ich hab noch den fünften! Nein! Das war knapp. Oh doch, fünf ist drin! Oh! Ich bin achter, Alter! Wie hat sich der Schallgeiler hochgemogelt, ey? Hä? Ich bin doch Sechster? Oder? Das ist das geile Mario Kart, ne? Echt immer wieder total durcheinander. Bei mir stand auch die 5 am Schluss. Eieiei. Hm. Ich weiß genau, für was ich stimme. Oh mein Gott. Ach, es sind immer mindestens 3, die random nehmen. Oh, die Strecke mag ich überhaupt nicht. Guck mal, Molen. Zweites Rennen. Oh, dieses sieht doch schön aus. Ja. Ah doch, ich bin 5. Na?
haben. Ja, ich immer, wenn ich bei 2 starte, das Burnout. Also wenn John ich weiß nicht, wo ich hin muss. Scheiße. Was machst du da? Nix. Ich hab gedacht, ich muss nach rechts. Irgendwie hab ich... Aber ich kenne die Map. Ist die von... Kommt mir bekannt vor. Die vom 64? Ich glaube nicht, oder? Also bei der Beschreibung stand GCN. Ah, okay. Keine Ahnung, was GCN sein soll. GameCube. Tschüss, John! Oh, John! Hallo. Nein, meine schönen Panzer! Es war gerade so schön! Weg ich hier. Hab's nur gesehen, wie du die Panzer verloren hast! Was ist das für eine Strecke? Das ist so weitläufig, ich weiß gar nicht. John fährt erstmal in die komplett falsche Richtung. Ja, eben! Was ist denn? Ach so, da! Ey, ich hab voll die Drehung gemacht, ich bin so blöd. Also, das ist ja eine total verrückte Map. Ich mag die nicht, die ist schlecht. Oh yeah! Chaos, Baby! Shit, shit, shit! Boing! Oh Gott, der arme Zivilist. Das ist nicht so nett von mir. Also, John schafft's auch nicht mehr weiterzukommen hier noch. Nee, nee, ich brauch nicht mal Gegner. Ich bin mein eigener Gegner. Ja, also, wow. Das Schlittern ist aber auch mal wieder Königsdisziplin heute. Nein! Oh mein Gott. Hier kann man weiter fahren. Gut. Das Schöne da hinten, man kriegt geiler. Oh nein, ich hätte schon wieder fast so eine Runde gedreht, weil ich dachte, man muss da ganz... Oh, es geht noch weiter, scheiße! Och, Mann! Das Arschgurken-Level. Nee, das ist nicht meine Map hier, das geht gar nicht. Die geht auch nicht einfach. Ihr beiden! Ey, ich brauch was Besseres! Selbst die NPCs ziehen mich ab hier. So sad. Und das ist schon schwer zu schaffen, von den NPCs abgezogen zu werden. Also wirklich. Aber John schafft das immer noch. Oh mein Gott. Das wird nichts. Auch nur ein Item, Mann. Oh Gott, ist das sad. Wieso kriege ich nur ein lächerlicher Pilz da hinten? Ach, Leute. Ha, ist doch schön, ein paar Panzer zu verteilen. Ja, nee, der kriegt einen Stern. Ich krieg einen Pilz da hinten. Ja, klar. Oh, das Mann. Leben ist ungerecht, John. Das Leben ist ungerecht. Ja, also auf der Map habe ich keine Feinde gebraucht. Da bin ich selbst total orientierungslos gewesen. Oh, Mann. Die brauche ich nicht nochmal. Ja, furchtbar. Na ja, komm, ich nehme die doch mal. Ja, das ist aber auch ein Übungsspiel, ne? Wenn du die Maps kennst, wenn du genau weißt, welche Kurve kommen soll, dann ist es so ein Vorteil. Dann solltest du nie Spiegel fahren. Ja gut, aber wenn man weiß, es ist Spiegel, dann ja, trotzdem fürs Hirn wahrscheinlich anstrengend. Oh, was ist das für eine Map? Zelda? Nee. Nee, leider nicht. Mario. Okay. Wenigstens den Start kann ich. Wenigstens ich etwas. Auch. Oh, ich bin eben zweimal gegen Damien geknallt und danach war ich auf dem ersten Platz. Den Start kriegt schon meistens immer hin, ne? Ja, das Timing ist... besser wie früher, muss ich sagen, also. Boah, gemein, Damien hat mir ein Item weggenommen. Ah, das ist die Map. Okay. Panzer, ich hab's. Oh, geh mir aus dem Weg rein. Nein, Hopp, warum ich? Lass mich doch einmal in Ruhe. Genau das denke ich mir gerade auch.
ist so sad. Dieses ganze Spiel ist sad. Das perfekte Spiel zum Freunde verlieren. Ja, Leute. Warum hassen mich alle? Danke für den Blauen. Bitteschön. Blau verdient, ne? Also, wer so weit vorne ist, straft das Leben. Ja, der Rabe ist im Nacken hier. Noch eins. Ich kenne auch Leute, die in echt blau sind. Wow. Nein, nein, um Gottes Willen. Jetzt habe ich kein Item gekriegt. So sad. Shit, was mache ich denn? Oh mein Gott, das war gut. Das war... Oh Gott, diese Schmutzrolle hat mir Item weggenommen. Nein. Oh Gott sei Dank. Das ist zu eng. Wie soll ich die Kurve kriegen? Ihr seid doch bekloppt. Dieses Spiel ist... Ja, ich bin selbst schuld. Ich will immer das Doppel-Item. Der Greed, ne, John? Der Greed. Ich muss doch irgendwie durchkommen. Ohne Items schaffe ich das nie. Das Doppel-Item will ich auch immer. Und ich hab's gekriegt. Ah, Mann, Mann. Okay, komm, wenigstens das Plätzchen halten. Das wird mir schon reichen. Da kam gerade ein Raffen oben. Shit, shit, shit. Nein, ihr habt mir schon wieder mein Item. Ja, ich hatte so gute Items. Warum? Ich hatte voll viele Pilze. Oh, geil, ich hab aber wieder den Pilz gekriegt. Oh nein, die schönen Items. Ja, diesmal trau ich mich nicht. Was? Okay. Komm, halt das Plätzchen. Fahr, Yoshi, fahr! Dieser Scheikai! Sag mal, das ist doch ein NPC, warum ist denn der so weit vorne? Was ist denn mit ihm? Shit! Oh Gott, das war bitter. Da war ich. Nein! Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich krieg keine Items. Ich will doch nur in den fucking Top 5 sein. Ich will doch nur einer von euch sein. Oh Mann. Oh. Als 8. Platz habe ich dann noch ins Ziel geschafft. Ja, ich war sehr geflundert. Oh Mann. Nur 6 Rote, ja. Willkommen in meiner Welt. Manche hier warten ja regelrecht, damit ich vorbeifahre und den Roten abbekomme, ne, Alex? Ja. Ich würde mich gerne ärgern, John. Oh, okay. Also ich hau meine... Wenn ich rot hab, hau ich die immer sofort raus. Das ist absolut legit. Das ist legit. Ich auch. Ja, Ja, letztes Rennen. Ich hau die immer direkt auf John. Erst wieder die Map kennenlernen. Oh, ich glaube, das Mal bin ich zu spät. Ah, doch, geht. Ja, den Schaden krieg ich nicht hin, kann machen, was ich will. Der war früher schwerer, finde ich. Das ist das Einzige, was ich nicht hinkriege, den scheiß Start. Es gibt auch unterschiedliche, danke. Es gibt auch unterschiedliche Starts, ne? Bitte, John! Ach, die Wasser. Du hast verfehlt. Mit dem Wasser, Moment, ist man auf dem Blauen schneller? Nee. Warum müsst ihr beide jetzt kommen? Danke. Hey! Ich fahr so langsam irgendwie, ich weiß nicht. Anfahr rein! Ich will schneller sein. Hey, Alex! Ja. Hey, du hast mal das Wander geklaut. Letzten wird man schneller, oder? Scheiße. Ich hab mich selber weggebombt. Wenn zwei sich streiten, ne? Und dann habe ich halt dem hinweggebombt noch. Danke. Aber eine fleischfressende Pflanze und ich werde sie benutzen. Oder auch nicht, danke. Ich habe eine fleischfressende Pflanze und ich werde sie benutzen. Okay, doch nicht. Ja, hopp, komm, da ist noch eine Banane. Nimm's einfach mit, ey. Daisy ist so dumm, ey. Die hat. Das ist gemein, ich muss stehen bleiben. Ey. Weil noch leer ist. Hier war doch noch heute Morgen voll, Alter. Cool. Na dann los. Warum benutzt du? Ach, ich will es nicht wissen.
Ich bin unbesiegbar. Ah, da hätte ich driften sollen. Selbst schuld, ich bin selbst schuld. Ich weiß. Mann, ja, ist immer selbst schuld. Die Map ist geil, weil ich kenne hier hunderte Abkürzungen. Ist schön. Ich bin froh, wenn ich irgendwie durchkomme. Nein, bitte nicht. Ach, diese fleischfressende Pflanze ist so sinnlos. Ich krieg doch eh niemanden in fressbarer Umgebung. Du kriegst jetzt ein paar tolle Items. Ich krieg hier nur scheiß Münzen. Hallo, John! Lass mich in Ruhe. Ich hab doch nix. Ich will doch nur leben. Ja, geh einfach. Genau, gut. Finde ich gut. Hey? Das war ich nicht. Ja, weiß ich. Du bist trotzdem vor mir. Und das ist in Ordnung. Nö, es ist nicht. Aber ich versaus mir eh selbst wieder. Alles gut. Du bist sehr schlau. Yep. Come on! Siebter, ey. John, das kann nicht wahr sein. Ich war hinter John, Mann. Och, Mann. Ich hab noch die Pilze weggefeuert, vielleicht deswegen. Ich hatte auch einen Pilz, den goldenen. Och, Mann. Sad. Wir hatten jetzt gewonnen. Natürlich. Ja, Marc, ey, ohne Scheiß. Machst du eigentlich irgendwas anderes am Tag? Das gibt's doch nicht. Na, Rabe war gut, ne? Der war auch nicht schlecht. Ja, Respekt gut. Auch. Oh. Nice, nice. Aber jahrelange Erfahrung. So, jetzt habt ihr euch ja warm gespielt, jetzt kann man ja 150er Rennen machen, damit es noch schwieriger wird. Dann werde ich endlich ein Schlusslicht, yay. Muss ich dafür, ach ne, hier müssen wir Fahrzeug ändern. Vielleicht sollte ich einfach mal was anderes probieren, vielleicht ist das mit Daisy und mit mir nicht mehr das wie früher. Was nehme ich denn dann? Nein, ich nehme nicht Tanuki, ja. Mario. Einfach mal Mut für was Neues. Aber ich weiß, dass ich so schwer Kaliber, dass ich mit denen gar nicht zurechtkam. Ich probiere mal was Leichteres. Ich mach mal so eine Baby Rosalina. Also Rosalina, normal ist ja schwer, ne? Aber Baby Rosalina wird ja schnell sein, nehme ich an. Hat Damien nicht sogar Rosalina als Charakter genommen gerade eben? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich schon. Kann er ja ruhig. Ich glaube, die kann man auch doppelt nehmen, oder? Ist mein Lieblingscharakter tatsächlich. Ich war definitiv mit den Rädern da am besten unterwegs. Das ist wahrscheinlich alles Einbildung. Letztendlich bin ich mit nix hier zufrieden. Oh mein Gott, nee, warte mal. Das Tempo ist ja das Superset. Beschleunigung ist zwar gut, aber dieses Tempo an sich... Will ich es nicht lieber andersrum? Wie John zu den Panzern sagen würde, du Arschgurke. Ich probiere es erstmal so. Keine Ahnung. Einfach mal was Neues ausprobieren. So, dann machen wir hier. Ach, das ist immer noch auf 100. Hätte ich das früher auswählen müssen. Nö, ja, ich glaube, da musst du neu erstellen, ne? Oh, das ist ja. Ja, gut, aber ich. Aber dann machen wir auf 150. Wir wollen ja später eh wieder auf 150. Können wir es gleich machen. Da ist es abgestürzt. Nee, ich bin nur raus. Damit wir auf 150 stellen. Warte mal, muss ich noch mehr zurück? Ist hier schon ausgewählt? Nee, ne? Das kommt erst noch, okay. Beim Nectron ist es eindeutig zu langsam. Werde nach dem Essen dazu joinen. Cool, White Bee. Cool. Sag einfach Bescheid und dann warten wir. Sehr schön. Kann ich jetzt noch 150 auswählen oder muss ich da komplett raus? Ich habe immer noch nicht 150 ausgewählt. Ja, egal, wenn das jetzt immer noch nicht passt, dann machen wir jetzt halt nochmal ein 100er und danach gehe ich ganz raus. Schauen wir mal. Was, bist du am Essen, Alex, oder setzt du aus? Nein, ich kann da nebenbei essen. Achso, du machst beides, okay. Immer wenn eine Runde fertig ist. Dann fehlst du jetzt noch. Runde mit. Online. Runde Mitspieler. Schon. Mitspielen. Wieder Larry. Alles.
Melange. Ah, da ist er ja. Okay, dann. Ach, da können wir es doch umstellen. Ach, das habe ich vorhin bestimmt vercheckt, wie ich mich kenne. Dann machen wir jetzt nochmal ein Vierer-Rennen. Wenn alle später da sind und gegessen haben, dann können wir ja mal ein Achter-Rennen machen. Okay, also Standard, komm normal. Okay. Na dann, let's go. Stimmt dasselbe wie immer? Ich auch. Ich auch. John, du nimmst ja wirklich immer dasselbe. Nämlich zufällig. Ja, weil ich auf allen Maps gleich scheiße bin. Bei mir macht das keinen Unterschied. Und ich lasse mich gerne überraschen. Und ich liebe Random. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie ich jetzt mit dem kleinen Charakter zurechtkomme. Das wird bestimmt total anders. Ich bin ein bisschen größer als du, aber immer noch kleiner als die anderen. Baby so Rosalina. Baby Rosalina. Süß, ne? Oh. Ich bin Larry. Yay! Okay, die ist schnell, aber gut. Ach du Scheiße. Okay, Und ich komme und ach scheiße, ich habe keinen Panzer bekommen. Wow, das war knapp. Meiner wäre ich abgelitscht. Shit, das wollte ich nicht. Hey, ich dachte, man kann die Bananen hinten halten, wenn man gedrückt hält. Oder geht das nicht? Oh, John! Du hast mir mein 2-Item geklaut. Nee, ich hab's auch nicht. Affen-Map. Du hattest es. Hey, was war das denn gerade? Da ist ein Panzer an mir vorbeigeflogen in der Luft oben. Lass mich wenigstens in der Top 5 mitspielen. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will eigentlich nur nicht so schlecht. Da kommt was Blaues. Ja, danke, John. Ich war's nicht. Ich hab's nur gesehen. Ich war ein Augezeuge. Ich war's nicht. Du warst nicht. Oh shit. Ja. Sorry. Ja, es tut dir auch so leid, ne? Es tut dir ja so leid. Du wirst heute Nacht deswegen nicht schlafen können, aus lauter Gewissensbissen. Ja. Hey, wer hat den geworfen? Ich bin unschuldig, ich krieg ja nichts hier. Ist das eine Oh shit, ich dachte, das ist eine Abkürzung. Mann, ich will auch mal eine Abkürzung finden. Ich kenne auf dem keine einzige Abkürzung. Okay, beruhigend. Ich kenne nur auf der, die wir vor 2 Runden hatten. Gönn! Oh, Panzer, danke. Hallöchen! Alter John, du hast mich da runtergeschmissen! Cool! Da, ich hab's genau gesehen, da hat jemand eine Abkürzung benutzt. Und ich bin. Bitte schön, John. Aber hört doch mal auf! John, ich hab dir gerade einen Panzer hinten reingeschoben. Ja, geil! Oh, benutzt das Ding, was du in der Hand hast. Oh Gott, ich nein! Ah, gut. Ja, da bin ich selbst schuld. Das habe ich verdient. Warum bist du gerade wieder da weggebackt? Ich bin nicht weg, ich bin weggefallen. Das kann ich verdammt gut. Bei mir bist du einfach so weggebackt. Komm, wenigstens noch an Alex ran. Wenigstens noch an Alex ran. Oh nein, selbst das schaffe ich nicht, oder? Du bist an mir vorbei! Oh mein Gott. Ich geh's einfach nochmal ab hier. John? Nein, nein, du bleibst jetzt mal kurz stehen. Ey, wir haben tschüss! Beide, oh shit! Aber nur ein Neunter! Nur ein Neunter! Ja gut, wir spielen auch 150. Ich bin Zehnter! Mhm. Aber Rabe wird auch konsequent immer Zweiter, ne? Ja. Was willst du? Konsequent. Nicht Letzter. Nicht Letzter. Ich auch nicht. Dazu sage ich auch nur. Yes, and
endlich! Wurde Oma Zeit hier? Was ist das? Eine große Drachenmauer? Hat eigentlich jemand von euch die neue Maps, die es jetzt gibt, oder? Nö, ich hab mir da nicht geholt. Die sind noch nicht mal rausgekommen. Die ersten auch noch nicht, ich dachte. Ich weiß noch nicht, ob ich die hole. Der DLC ist noch nicht draußen. Weil wenn das jemand hätte, dann wäre es ja sinnvoll, wenn der den Raum erstellt, weil ich nehme an, nur dann wären sie auswählbar, denke ich mal. Ne? Ich hole mir die auch nicht. Wenn die rauskommen, ich hole mir die wahrscheinlich. Ja, für mich lohnt es einfach nicht. Ich spiele das ja nur mit euch, also. Das ist ja. Ich möchte nämlich nicht immer, wenn ich Bock auf Wii Coconut Mall habe, meinen 3DS rausgraben müssen. Ah jo. John. Hopp, ey! Konzentrier dich doch mal auf die da vorne! Ja, okay, auf diese soll ich mir um. Okay, ich habe 3 Panzer, mit denen konzentriere ich mich. Wie sehr muss man mich hassen? Das ist dieser typische Stream-Snipe, von dem alle reden. Was für Stream ist der? Was für Stream? Der Applaus übrigens von mir. Danke. Bitteschön, John. Danke. Oh, dieser Oh shit, ich kann nicht fahren! John ist einfach da liegen geblieben. Oh, ich hab irgendwie. Ich bin. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber. Es war gut. Rabe ist erster. Aber leider nur temporär wahrscheinlich. Also ich krieg hoffentlich einen Panzer. Nein, krieg ich nicht, aber dafür. Könnt mich alle mal mit eurem Shit. Ich bin ausgewichen. Nein. Hab ich zufällig. Weißt du, du kannst eine zufällig. Ja, genau! Was ist das? Habe ich dich zufällig weggerammt? Ey, ich benenne mich das nächste Mal um und mach den Stream aus, dann wisst ihr nicht, wer ich bin und dann geht ihr nicht alle auf mich. Was soll denn der Shit? Ah, das ist ja witzlos. Habe ich dich gerade aus Versehen weggerammt? Ja, du und 5 andere. Ah, das ist ja witzlos. Oh Mann, das ist so anstrengend. Also, was soll ich da noch sagen? Hier gibt's wirklich eine Abkürzung. Oh Gott, ey. Aber ich tu John weg und John rastet erstmal komplett aus. Ich bin wieder da! Ja, nicht mehr lange. Dieses Kaugummi-Prinzip bei Mario Kart, ne? Das ist faszinierend. Ja! Das hat Kampf. Und hier I come! Jo! Wie habe ich das noch gerissen? Ein 4. Platz! Wow. Jo, ich bin einfach noch ein Teil von euch irgendwie, keine Ahnung. Ich war vorhin 10, ich war auf der 10. Von 5 auf 10 und jetzt wieder zurück. Das Kaugummi-Prinzip, es funktioniert. Eieiei. Ich habe es geschafft, auf 5 zu kommen. Oh Mann. 11 sogar, Babypock. Ja, das Item am Schluss hat mich halt voll gerettet. Ne? Endlich. Oh no. Yeah, endlich. Och, bitte. Warum? Schöne klassische Strecke hier vom Super Nintendo. Okay. Na, gar nicht mal so schlecht. Leichte Charaktere. Finde ich ganz okay. Ich werde mindestens einmal runterfallen. Und das verspreche ich. Das ist die richtige Map für John, weil keine Barrikaden an der Seite. Ja. Weil wir alle wissen, dass John da runterfliegt. Die ist vom Super Nintendo? Ja. Ah ja. Vom ersten Mario Kart. Ah ja. Kenne ich noch ein bisschen. Oh Gott. Tschüss. Einmal? Ja, das war einmal eine. Ja. Da, irgendjemand gebe ich einen roten. Er ist an mir vorbei. Toll. John, du kommst jetzt wieder nach hinten. Nee. Wenn ich einen Panzer krieg. Nee. Okay. Nee! Lass mich in Ruhe! Danke für den Boost. Shit. Da. Der ist von mir.
Oh, John! Das ist Karma. Oh Gott. Du kriegst gleich auch Karma, Alter. Ich hab schon genug Karma bekommen, glaub ich. Nein! Ich hab sogar gesehen, wie du da runtergeflogen bist. Ray, so. Danke für dein Follow. Noch so, bye bye, have a good day. Oh, oh, was geht denn hier gerade ab? Ein Dritter, ey. Oh Mann, das lohnt. Ah, doch, ja. Ja, das. Das ist eigentlich euer Lieblings-Item. Mein Lieblings-Item ist der Kugel-Lilly. Mein Lieblings-Item ist die 8. Ja, gut, die ist ein bisschen. Sehr krass, das stimmt. Ich hatte gerade so ein geiles Item. Und ihr müsst mir das wegnehmen, Alter. John? Nee, hopp bitte. John? John? Du gehst jetzt sofort wieder nach hinten. Ja, okay. Warum kriege ich die Kurve nie? Ach Gott. Bin halt selbst schuld. Ich kann nicht mal anderen die Schuld geben. Oh, das war knapp. Oh, wir haben nicht das geschafft. Einfach total auf die Bremse gehen muss, ey. Ach, du liebe Zeit. John? Ah, oh, voll gelost, voll gelost. 10. Platz! Das freut mich, Ray. FF8 war ein schönes Let's Play. Schön, dass du hierher gefunden hast. Wir streamen ja jetzt meistens. Hm. Okay. Ach, mag ich schon wegzusnipen. Mehr auf Twitch unterwegs, jo, ebenso. Komm, nur für John. Für John nehme ich mal diese Map hier, diese Level. Da freut er sich. Mhm. Ich nehme mal eine Auto. Ich nehme eine Autobahn. Warum seid ihr alle so lieb zu mir? Nicht. Oh, okay. Oh oh. Dein Ernst, David? Och, du vom 3DS! Von meinem ersten Mario Kart-Spiel. Genau, es gibt nur noch ein paar Let's Plays, die ich noch machen will und dann ist fertig. Wir bleiben jetzt eher im Stream-Dingens drin. Bei mehr Spaß und so. Und go! Ich hab's geschafft, ich hab den Start geschafft. Hallo John! Und ich habe keine Items. Same. Ich habe heute keine Items für dich. Ich hab dich gerade gerammt. Ja, ich mag's eigentlich jetzt nicht so direkt, aber wenn's sein muss. Damien wurde gerade weggesnackt von der Piranha Plant. Och, come on, warum sind da Lücken? Hey, ich hab so ein Déjà-vu, war das? Ach, ich sag besser nichts. Boing. Nur Kurven. Ich will mal eine schöne Gerade hier für das hier. Bams. Nein! Ach man, du Atmobreaker! Was soll denn das? Ach man, nein! Ich schon wieder! Gewählt! Was ist das denn? Weil John lernt immer wieder neue Worte. Och nö! Du Arschgurke! Warum gib mir mein Lieblings-Item? Nein, das ist nicht mein Lieblings-Item. Aber ich hab warum bist du eigentlich? Warum bist du eigentlich so da hinten, John? Weil ich bin so hopeless, ey. Das ganze Spiel ist hopeless. Ich raff das nie. So vom Optischen denke ich, oh, ich kann ja da rumfahren. Aber in Wirklichkeit sind da Lücken und da falle ich dann rein. Sehr schlau. Oh Mann. John Big Brain. Vielleicht sollte ich doch den Charakter wechseln. Als nächstes nehme ich einen schweren Charakter. Und ich habe mein Lieblingsalter. Irgendwas muss doch funktionieren. Das kann doch nicht sein. Oh, blau Panzer, Überraschung. Ich habe auch mein Lieblingsalter und ich bleib trotzdem 10, da so schlecht bin ich. Oh Mann. Oh nein, bitte nicht. Würdest du an dich, John? Bitte was? Driftest du? Ja, gelegentlich. Okay. Gelegentlich. Oh, die Banane lag ja richtig fies hier. Ich behalte den 10, ne? Knallhart.
Ich hab nichts vor mir. Ich hab den vier dritten. Shit. Oh, komm, wenigstens irgendwas noch. Ja, da, ja. Jo, ich bin siebter? Okay, ich bin dritter. Alles klar. Beiden sind extra für dich. Ja, ich glaub's auch. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme jetzt mal einen anderen Charakter hier. Ich bin zu gut mit Yoshi. Ich nehme jetzt mal einen, mit dem ich so gut wie nie fahre. Ray, kannst gerne mitmachen. Jederzeit. Ich geb dir gerne den Freundschaftscode. Larry fährt sich ja ganz gut, aber ich glaube, es ist Zeit für auch was Kleineres. Ich würde mal mit Baby Daisy gehen. Ja, ich nehme mal Baby Daisy. Mhm. Ausrufezeichen Discord. Aber DC werde ich auch mal einstellen. Bei Gelegenheit. Genau, ich nehme jetzt mal die hier. Mal sehen, wie es klappt. Okay, wir gehen aber raus, weil es kommt noch Ray dazu. Klar, je mehr, desto besser. Genau. Okay. Nee. B. Obwohl, muss ich eigentlich raus? Kann ich nicht von hier aus? Ja, er kann auch direkt joinen. Genau, ja. Er braucht den Freundescode, deswegen. Moment. Achso. Kann ich, aber ich kann doch von hier aus ins Menü, oder? Ja. Wie bei der PlayStation. Ja. Ah ja, hier. Okay, Moment. Okay, da unten rechts steht er. Nice. Schon, wenn er fällt, ja, genau das. Das passt. Ja. Es ist halt nicht mein Game, aber es macht trotzdem Spaß. Das ist immer wieder lustig. Immer diese Ausreden. Das Witzigste bis jetzt war, du Arschgurke. Der Einladungslink ist ungültig? Der sollte eigentlich gehen, der ging schon immer. Oder liegt das an diesen Discord-Spinnereien gerade? Aber der sollte eigentlich gehen. Den haben wir nie verändert. Vielleicht abgelaufen. Nee, den konnte ich auf ewig stellen. Und da kam ja auch erst zum Beispiel letzte Woche Eobay noch dazu. Sollte eigentlich gehen, normalerweise. Ansonsten, ja, wenn jetzt irgendjemand Ray kennen würde, könnte man es auch mit Rechtsklick und einladen, aber ich glaube, kennt ja niemanden, ne? Sonst könnte man ihn manuell einladen, wenn er dir deine Nummer gibt, oder die Nummer gibt, dann gibst du sie ein oder findest du ihn noch so. Ja, das ist ja genau, oder du addest mich mal eben und ich lade dich dann persönlich ein. Also John McCloud mit den, Moment, welche Zahlen habe ich? Nachgucken. Ich wusste es mal auswendig. Wo können wir das sehen? Da wird mir jetzt wegen dem Streamer-Modus nicht alles angezeigt. Auf mein eigenes Profil gehe. Das wird jetzt alles ausgeblendet wegen dem Streamer-Modus. Hm. Ah, Subsi guckt nach. Okay. Hab den Link auch versucht. Geht wirklich nicht seltsam. Ich hoffe, das ist wirklich nur temporär. Ansonsten muss ich mal gucken, woran das liegt. Das ist natürlich ärgerlich. PC spinnt. Ja, okay. Liegt's wohl daran. Aber wenn ihr irgendwie reinkommt, also wenn ich euch jetzt gleich den Link schicken kann, dann sollte es gehen, weil wir hören uns ja im Server an sich. Ja, aber Discord spinnt gerade wirklich. Ist mir auch schon aufgefallen. Mhm. Discord sagt nämlich auch immer noch, ich würde mit John allein telefonieren. Okay. Sehr dubios manchmal. Zwei funktionieren, zwei nicht.
Ja, das liegt halt daran, dass die immer auf unterschiedlichen Server gerade laufen. Also es kann beim einen gehen, beim anderen auch wieder nicht. Netzwerkprobleme. Na gut, wenn es halt gar nicht geht, dann macht halt offline mit, also ohne Discord. Besser wie gar nicht, würde ich sagen. Offline kann man aber so nicht in Mario Kart Online spielen, oder? Nur mit Freunden geht das dann, glaube ich. Und nicht online. Oder? Ja, ich glaube. Jetzt nochmal nachgucken. Ich habe das doch überall reingeschrieben, meine ID. Und? Ah ja, es ist 1904. Also meine ID ist 1904. Ich mach's mal in den Chat rein. Und dann könnt ihr mich adden, das ist einfacher. Und dann werde ich euch hoffentlich einladen können direkt. Wenn nicht, dann müssen wir es halt ohne machen. So. Aber ich merke auch, dass es auf anderen Servern ziemlich still ist gerade, stimmt. Ich komme da einiges gar nicht an. Nur intern. Kriegt bis jetzt auch noch keinen Request, falls ihr schon probiert habt. Kommt bei mir nichts an bis jetzt. Naja, vielleicht leckt das ein bisschen, ne? Aber man muss ja immer was ankommen. Normalerweise kommt es instant. Also. Aber vielleicht bin es halt wirklich und es kommt nicht an. Wie gesagt, wenn es mit Discord nicht klappt, dann kommt einfach wenigstens ins Spiel rein. Besser wie nichts. Okay, Freundescode steht ja hier, oder? Oh, Moment mal, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, jetzt. Da ist er. Sorry. Ja, und wegen dem Server einfach morgen nochmal probieren. Wird ja bestimmt bald behoben sein. Denn wir freuen uns auf Zuwachs. So. Ich warte noch auf den Request von dem Freundescode. Dann add ich Ray. White Bee habe ich ja schon. Dann können wir gleich loslegen. So. Nee. Hier rüber. Freunde. Okay. Freunde. Warte mal, wen habe ich denn vorhin noch gesehen? Warten. Okay, verloren. Ah doch, hier, Kiala, möchtest du noch mitmachen? Kommst du noch dazu? Okay, dann gehe ich mal wieder ins Game. Kein Mario Kart. Ach so, ging nur um Discord dann, alles klar. Wie gesagt, an euch beide, probiert es gerne morgen nochmal. Sagt mir auch gerne Bescheid, falls es morgen immer noch nicht geht. Nicht, dass es doch irgendwie an mir liegt, aber wie gesagt, ich kriege hier auch kein Freundesrequest rein von euch. Also wird es wohl wirklich an Discord liegen. Ich sehe hier noch keine Anfrage. Jo, schade.
Okay, gut, dann zurück ins Game. So. Gut, dann darf Ray gerne dazukommen. White Beast, glaube ich, noch essen. Dann machen wir noch eine Vierer-Runde, bis wir dann vollständig sind. Allgemein, Discord geht gar nicht mehr. Okay. Ja, wahrscheinlich, ne, wenn man jetzt sich, wenn ich mich jetzt ausloggen würde, wird es wahrscheinlich bei mir auch oft bleiben. Okay. Hat man schon mal das Problem. Hallo, Max. So. Jetzt, wo ich gerade Max sehe, in genau einer Woche, spielen wir ja auch wieder Slide 2 weiter. Und Phoenix Wright. Da ist natürlich auch Rabe dabei und da ist auch Sapsi dabei. Freue ich mich schon sehr drauf. Yay. Und natürlich auch Haru und Veno. So, sind wir jetzt, jetzt sind 6 Leute. Okay, dann können wir ja loslegen, ne? White Bee ist noch nicht da. Ah, da kommt noch jemand. Nice. Okay, dann sind wir jetzt wahrscheinlich sogar vollständig. 3, 6, 7. Sehr schön. Sehr cool. Nur, dass dies heute über der nächsten Filmnacht wieder geht. Ja, die nächste Filmnacht dauert jetzt natürlich wieder ein paar Monate. Wie gesagt, nächsten Monat machen wir mal wieder so einen Real Talk Süffel-Stream, so einen ganz gemütlichen. So, Leute. Da wir jetzt vollständig sind, nehme ich mal stark an, können wir ja auch mal ein Achterrennen fahren. Oder machen wir ein Sechserrennen. Vielleicht will ja noch jemand dazukommen, damit wir danach noch ein bisschen Zeit haben. So, alle Fahrzeuge, der Rest bleibt. Los geht's. Vorder 50, okay. Ja, Süffelstream ist so ein Format, das wir schon seit einigen Jahren haben. Einige von uns trinken ein bisschen was und erzählen, ja, ein bisschen Real Talk über Gott und die Welt, was Fragen aus dem Chat werden ernst beantwortet und dabei wird im Hintergrund irgendetwas gespielt. Also es steht mehr der Real Talk im Vordergrund. Ist ein Format, das immer wieder gut ankommt, deswegen, ja, machen wir das dieses Jahr auch wieder. So einmal im Jahr, warum nicht? Da kann auch jeder mitmachen. Also wir sind meistens so eine Dreier-Vierer-Gruppe dann im Discord und stellen uns gegenseitig interessante Fragen. Okay, auf geht's. Und ihr im Chat dürft uns auch interessante Fragen stellen. Mit interessant meine ich natürlich auch mal welche, die vielleicht ein bisschen intimer sind. Also nicht so, wie ist das Wetter bei euch? Wäre ein bisschen langweilig. Was ist denn das für eine Map? Das ist eine gute Frage, was das für eine Map ist. Discord Rom. Okay. War ich da schon mal drauf auf der Map? Noch so eine Rosalina. Aber eine große. Natürlich weiß, dass Damien große Rosalina war. Okay. Aber noch, ist, weiß ich jetzt nicht. Ach, ich war ganz kurz Erster. Habt das gesehen? Habt das geklippt? Ja, schon gut. Müsst ihr nicht klicken. Hey John, ich bin hinter dir, hallo. Ja, da kannst du auch gern bleiben. Aber das bleibt er natürlich nicht. Ihr alle Rückenwind ausnutzt. Oh Mann. Ah, das war's wieder. Das war meine Kurve des Todes eben. Ich habe nur Kackbananen. Ich muss die mal loswerden. Was soll denn das? Welche Platz bist du eigentlich schon? Nicht nennenswert. Wow. Ich war mal Erster. Ich bin Achter. Okay. Ich bin weit, weit weg von dir. Also, du kannst deinen Panzer ruhig schmeißen. Hab ich schon, danke. Gut. Und jemand hat seinen Panzer in mich gesteckt. Und direkt den nächsten. Ja, gerne. Okay. Liegt ungewohnt. Das denn? Der Blitz kam von mir. Aber irgendwie hat der Blitz nicht getroffen. Also bei mir nicht. Es hat nur geblitzt. Wow. Mario Kart, du bist echt ein scheiß Spiel. So, was kriegen wir schon? Ja, aber Mario Kart, ne? Findet man neue Freunde oder verliert sie? Ja, letzteres. Wo kriegt man denn neue Freunde bei Mario Kart? Das halte ich für einen Mythos. Man schaut dir also das an, also das ist ja mal... Also ich verliere hier nur Freunde.
Ich will Kasumi essen. Kasumi, komm her. Nom nom nom. Essen? Bitte was? Also meine Pflanze isst für mich. Ach. Och man, ich wollte essen. Das andere könnte man auch ein bisschen falsch verstehen. Hey. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich nicht in der Top 5 bin. Übrigens, der blaue Panzer kommt mit Liebe von mir. Okay. Ja, für dich kommt alles mit Liebe, ne? Ich mag deine Liebe nicht. Oh, ein Geist, hallo. Ach, Frauen mögen meine Liebe auch nicht. Hi. Ah, komm, ich will ja driften, aber es... Dann ist die Kurve wieder... Go! Shit! Es ist wieder nur der 7. Platz. Ach, Mann. Es wird einfach nicht besser. Ich chill auf dem 7. Platz. Ey, also Ray hat's geschafft in den Server, sehe ich gerade. Willkommen. Und ich hab's geschafft auf den 11. Platz. Hm. 20:34 schon wieder, wie die Zeit vergeht. Beim Surface mitmachen gerne, Kiala. Und wie gesagt, wenn das dann mit Discord klappt, weil das wäre natürlich eine Voraussetzung. Und die, wo mitmachen, die müssen sich ein paar Fragen überlegen, die sie halt den anderen stellen. Und ja, wird bestimmt lustig. War immer lustig bisher. Im Hintergrund spiele ich meistens was Belangloses, sowas wie Mario Odyssey in letzter Zeit. Ich hätte auch mal mir gedacht, vielleicht zur Abwechslung... Ich habe da noch Breath of the Wild offen, dass ich da mal weitermache. Weil das ist auch so ein schönes Spiel, das kann man im Hintergrund spielen, aber sich mehr auf das Gelaber konzentrieren. Oder Mario Party wäre auch eine Idee, ne? Nee, bei Mario Party, da regt man sich zu sehr über das Spielgeschehen auf. Das ist, da kannst du nicht reden. Da kannst du nicht normal reden, glaube ich. Ich bin beim Süffel-Stream im Chat anwesend. Gerne. Und ich trinke auch, aber keinen Alkohol. Das ist auch richtig so. Denn das, ja, ist natürlich absolut optional gestellt und nur für die Volljährigen auch gedacht. Also Minderjährige sollten jetzt nicht unbedingt. Und grundsätzlich wollen wir auch nicht zu Alkohol aufrufen. Also, wir haben zwar so die Regel, entweder antwortet man oder man trinkt, aber diese Regel ist rein optional. Die Mac finde ich schön irgendwie. Ich mach das. Und man muss ja keinen Alkohol trinken. Genau. Man kann auch andere Getränke trinken. So sieht es aus. Oder man kann ja ein Getränk trinken, wenn man nicht antworten will, das man nicht mag. Zum Beispiel das legendäre oder den legendären Sauerkrautsaft. Was für ein Ding? Sauerkrautsaft. Was zur Hölle ist das denn? Ich habe mal mit meiner Kleinen, haben wir mal so eine Dings, das war mal so ein Trend auf YouTube. Und dann habe ich den nachgemacht. Ich habe im Rewe habe ich Sauerkrautsaft gefunden. Und dann haben wir auch so ein Dings gemacht, so eine Challenge. Immer wenn wir was nicht gemacht haben oder wenn wir bei einem Spiel verloren haben, dann musste er einen Schluck Sauerkrautsaft trinken. Das klingt genauso eklig wie Wurstwasser saufen. Ja, das ist. Ihr könnt doch eigentlich Tomatensaft saufen. Oder halt auch gleich bitte nicht nachmachen, Spüli. Nein, das trinkt man besser nicht. Ja, das wäre nicht so. Deswegen ja bitte nicht nachmachen. Ist nämlich eine schlechte Idee. Oh, ich hab blauen Panzer, yay. In meiner Welt ist alles schön. Und ich bin wieder weit hinten. Komm, aber jetzt mal den oberen Weg. Yay, immerhin. Weg, da wurden gerade überholt. Bams! Hallo, ich bin 7. Platz. Ich bin direkt hinter dir. Oh, Hilfe, ich muss ein bisschen. Ich habe dich gefunden. Ich werde näher kommen. Lotto. Ich werde dich mit meinen grünen Panzern zerballern. Nein, danke. Oh, doch. Ich. Nein. Du musst nur noch näher kommen. Was? Bam! Ich hab's doch gesagt. Du hast wirklich getroffen. Das war schön. Das ist ja jetzt hier. Das war ich. Woo. Oh nö, Menno. Nein, ich hatte mein Lieblingsitem. Wer war das? Was denn?
der Blitz. Ich bin mal lieber leise. Shit. Ich verliere nur wegen diesem Blitzmaker hier. Jetzt weißt du, warum viele Leute immer Letzter werden wollen und damit sie die geilsten Items kriegen. 9. Platz. Ja, der wäre definitiv Samstag, ja. Aber wie gesagt, der ist auch erst im April. Und wann genau, das machen wir noch aus. Ich mach das, was ich öfters nehme. Ich mach das, was ich immer nehme. Alle nehmen einfach zufällig. Du kannst einfach in den Talk reinkommen. Da ist keine Barriere. Einfach reinkommen. Das gilt natürlich nur für die mitspielen wollen. Oh nein, nicht diese Map. Nicht die Strecke. Ah, okay, sorry. Ich habe gar nicht gecheckt gehabt. Hallo. Hallo Ray. Yo, Hi Ray. Hi Ray eigentlich aber. Hi Ray. Okay. alles easy. Okay. Ah, Alter. Hätte niemals gedacht, dass ich mit dir jemals zocke. Ja, ist doch schön. Es freut mich. Es freut mich immer, wenn welche sich in den Stream verirren. Ja, auf jeden Fall. So lustiger ist das. Und ich habe jetzt den B-Knopf gedrückt. Ja, das ist super. Ja, das ist eine große Problematik bei Switch Games. Dieser Controller, ey. Warum muss der das vertauschen? Mir gefällt das Symbol auf diesen Dingern, die daneben sind. Das war nämlich das Symbol von der Loserbox. Die Loserbox, ja. Das ist gut. Die Sache ist halt, ich finde das mit der A-B-Tastenkombination ein bisschen problematisch, wenn man andere Rennspiele noch nebenbei spielt und eigentlich mit den Schultertasten immer Gas gibt. Das stimmt wohl, ja. Ja, man kann's Nintendo ja nicht mal verübeln, weil die haben ja mit dem Mist angefangen, ne? Und dann kam die Xbox und die haben das gedreht und wurde dann irgendwie so ein komischer Standard. Naja. So. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut oder so. Nö, passt genau. Oder? Was meint der Chat? Aber ich höre dich sehr gut. Das ist super. Oh, so. Ich auch alle. Weil wir heute doch einige neue dabei haben, was mich natürlich freut. Ich hoffe, es ist, es enttäuscht euch nicht, dass wir Nintendo-Games eigentlich eher seltener haben. Wir sind immer noch in der Wunschspielphase. Das heißt, Leute tun sich hier für ihre Kanalpunkte, die Wolkentale, wie wir sie nennen, oder für Donations oder für Geburtstage, die sie haben, tun sie sich Spiele wünschen und die spielen wir. Und das sind einige Spiele. Schon seit, ja, geraumer Zeit. Grundsätzlich mache ich von mir selbst aus am meisten, ja, wie man es auch von den Let's Plays noch kennt, Horrorspiele und Rollenspiele. Und aber aktuell laufen halt nur Wünsche. Und ein Spiel, das sich durchgewünscht wurde, das ist Dino Crisis. Und das fangen wir dann am Donnerstag an. Und danach auch gleich Dino Crisis 2. War auch ein schöner Klassiker von Capcom. So. Ich bin momentan dabei, auf YouTube noch eine Serie von dir durchzusuchen. Ich bin gerade mittendrin. Ich gucke mir die ganze Project Zero-Reihe von dir noch vor. Ah, sehr schön, sehr schön. Da will ich ja auch noch die anderen Teile Let's Playen, bevor es aufhört. Ein Let's Play vermisse ich. Das erste, wo ich dabei war, Deadly Premonition 2. Ja, das zweite werde ich nicht Let's Playen. Das war leider nicht mehr so gut. Boah, wer hat wieder geblitzt hier? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin einer der Opfer hier. Also mir hat's gefallen. Stimmt, da stellt sich noch die Frage, wirst du den letzten Teil auch noch spielen, John? Von Project Zero, ja. Ja, genau. Die mache ich noch, ja. Die mache ich noch. Wow, B. Ich find's einfach schade, dass so die ersten Teile, also diese Urteile, nicht auch noch auf die Switch gefunden haben. Ja, echt schade, ne? Vor allem den vierten Teil muss man ja total umständlich spielen, damit wenigstens eine englische Translation hat, aber naja, besser wie gar nicht. Ja, ich fand eigentlich alleine von Design der Geister fand ich eigentlich den ersten Teil am besten. Dort sahen sie wirklich so mit ihren langen Armen wirklich so unnatürlich aus, während sie in den anderen Teilen schon wirklich human aussehen. Also ist jetzt einfach meine Meinung dazu. Ja, ich fand den zweiten immer noch am schlimmsten. Ich glaube, da wird sich auch nichts mehr ändern, aber das liegt auch daran, dass ich ihn halt zu Jugendzeiten gespielt habe und wahrscheinlich kann mich ein Spiel gar nicht mehr so killen wie damals der zweite. Das bleibt hängen.
Was ist denn eigentlich das schlimmste Horrorspiel, was du jemals spielen musstest? Kommt drauf an, wie du schlimm definierst. Ich sag mal atmosphärisch. Schwierig, ja? Und der Atmo, ja, gibt's viele gute, ne? Nee, Outlast, also nicht, Outlast ist das Gegenteil. Outlast ist so von dem... Outlast ist Jumpscare. Von der Panik her, von dem Stressfaktor ist das das Schlimmste. Aber von der Atmo ist schon eine andere Frage. Story wäre bei mir klar Silent Hill 2. Ah, Atmo. Da müsst... Wenn ich jetzt was sage, hätte ich vielleicht das eine oder andere vergessen. Wäre zu schwer. Oh, shit. Ich glaube, ich bin der Einzige, der Deadly Premonition 2 mochte. Ja, das liegt daran, dass du den zuerst gesehen hast. Den tut man ja immer ein bisschen favorisieren, aber der Deadly Premonition... Oh, shit. Deadly Premonition Teil 1 ist zwar um Weiten besser. Habe ich gesehen. Also ich meine jetzt auch, dass das zweite besser war von so Grafik, meine ich jetzt. Also was erwartet man? Der zweite Teil ist auf der Switch und der erste Teil auf 360 PS3. Ich muss sagen, da ist grafisch kein großer Unterschied. Oh nö. Also eigentlich ist das schon ein kleiner Unterschied. Oh, weit wie es rausgeflogen hat, das ist ärgerlich. Ich mag beide Teile. Ich muss sagen, dafür, dass ich eigentlich richtig schlecht in Rennspielen bin, stelle ich mir gar nicht so blöd an. Man muss einfach auf den Kaugummi-Effekt hoffen, dass man irgendwann ein geiles Item auf bekommt. Itemglück, ne? Ja, genau. Man darf aber nicht hoffen, dass man so Müll ist wie ich in diesem Spiel. So ein Kugelwilli halt, der reißt vieles. Oh, shit. Keine Sorge, ich bin mindestens genauso Müll. Ich war die ganze Zeit gegen irgendwelche Wände. Ja, voll einlenke, das ist richtig nervig. Ich wollte mit dem Panzer John treffen. Ja, wen sonst? Mein Bruder, der ist in diesem Spiel einfach ein Gott. Aber Whitey fährt noch, oder ist das jetzt ein... Ja, ist wahrscheinlich ein Computer jetzt, ne? Der übernommen hat. Könnte sein. Whitey fährt noch so gut. Ja, Hoppy war eben erster. Oh nein, ey, voll gegen den Garten hat gedonnert. Scheiße. Warum kann ich nicht einmal John treffen? Warum? Oh mein Gott. Lasst mich doch in Ruhe. Oh, das war eine schöne Abkürzung. Aber ich nutze sie nicht. Ich muss dir das so vorstellen, John ist hier der Superstar und wir sind die Paparazzi, wir müssen ihn verfolgen. Wenn ich einen Panzer kriege. Superstar, der irgendwo hinten rumkrüppelt meistens, ich weiß ja nicht. Und jetzt? Als Truff, aber naja, immerhin Fünfter, ist okay. Den Panzer wollte ich bin Achter, den Panzer wollte ich eigentlich schmeißen, bis John vor dem Ziel ist und dann auf John schmeißen. Ja, ist schon knapp im Mittelfeld, ne? Warte mal, ich... Welches Spiel war denn für dich am überraschendsten eine Horror-Atmo, abseits des Horror-Genres? Ey, das sind schöne Fragen. Ich würde euch alle herzlich gern einladen, beim Süffelt Real Talk Stream solche Fragen zu stellen. Das würde mich wirklich freuen. Da haben wir dann auch den Kopf frei. Dann spielen wir da nicht so was Intensives. Also ganz ehrlich, da wäre ich ja natürlich auch dabei. Kommt aber drauf an was für ein Tag das ist. Das ist definitiv ein Samstag dann. Wenn es genau diesen Samstag wäre, da hätte ich frei, weil ich arbeite leider in einem Job mit unregelmäßiger Arbeitszeit. Mhm. Schauen wir dann. Das Überraschendste an Horror-Atmos ist halt auch so, da muss man sich erstmal Gedanken machen, dass man der Frage auch gerecht wird. Also Spielfragen habe ich sogar eigentlich auch noch gute. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das erste Mal auf deinen Kanal gestoßen bin, John. Das war dort, ich habe mir irgendwie, da habe ich angefangen wirklich mit Final Fantasy 8. Da wollte ich mir ein Tutorial angucken für Triple Triad. Ah. Oh scheiße, mein Controller geht nicht. Da. Geile Mucke hier. Die Mucke ist geil, ne? Ja. Och komm, ich krieg Münzen! Ich bin gerade rausgeflogen, weil ich kurz meine... Oh nein, es fliegen irgendwie alle raus. Kann man...
Ich bin gerade rausgeflogen, weil ich meine Controller neu connecten musste. Alles klar. Aber ich bin gerade wieder. Ach man. Kann man beim Süffelstream auch einen Chat Fragen stellen? Ja, ja, das wird auch absolut drum gebeten. Also es ist meistens so, dass wir uns ein paar Fragen vorbereiten, jeder stellt eine Frage, alle antworten und dann ist der Chat meistens dran. Und dann gehen wir auf die Chatfragen ein. Also je mehr, desto besser. Je mehr Interaktion, desto cooler wird's. Das ist gut, weil ich hab ein paar Fragen. Das ist schön. Da freuen wir uns alle drauf. Viele davon sogar zu spielen. Also ja. Sowas wie eben. Das kann, wie gesagt, das muss auch nicht nur im Spiele-Dings bleiben. Das kann auch mal ein bisschen... Es darf auch mal ein bisschen intimer sein, ne? Wie man es halt kennt von früheren Sessions. Aber zu spielen auch gerne. Jetzt halt nicht sowas wie, was ist dein Lieblings-Final Fantasy, das man halt schon 10.000 Mal beantwortet hat. Aber ja, sowas jetzt nicht. Warte mal, wie war das nochmal bei dir? Ich glaube, das war 10 oder 8. Eins von beiden war das. Ja, ich kann mich nie entscheiden, deswegen ist das die absolut korrekte Antwort. 10 ja, genau. Und 8, ja. Aber ich finde die Geschichte vom 8. Teil auch mega geil. Absolut, absolut. Es ist meistens so, das, was ich zuletzt gespielt habe, feiere ich mehr. Also ich kann mich schlussendlich nie entscheiden, was ich besser finde. Das Coolste ist ja einfach, dass du diese Spiele ja auch, also zumindest auf 10, 10, 2, 8 und 7 trifft das zu, wirklich, dass du die auch on the go spielen kannst. Ne. Also. Ja, das stimmt. Ja, hast du die eigentlich immer dabei. Ich habe gerade einen Panzer auf mich selber abgeschossen. Ich bin 10. Yay. Ich bin 6. Ja, genau, Max, das ist genau das Gleiche. Damals mit Rapunzel, wir haben ja dann, als ich mein 10-Jähriges gemacht habe, haben wir das Format wieder hergeholt. Und da habe ich ja dann aber ein anderes Spiel genommen, weil wieder Rapunzel hatte ich keinen Bock drauf. Und da sind wir dann ein bisschen bei Mario Odyssey hängen geblieben, weil man das auch so schön im Hintergrund spielen konnte. Und wie gesagt, für das nächste Mal, wir hatten jetzt schon 3-4 Mal Mario Odyssey. Fürs nächste Mal spiele ich mit dem Gedanken nochmal Breath of the Wild weiterzumachen, weil ich das immer noch nicht durch habe. Und das kann man eigentlich auch gut nebenbei spielen. Kannst auch mal wieder hier Killer Party spielen, ne? Das war auch lustig. Killer Party? Ja, was wir damals bei dir im Stream gespielt haben. Mit dem Horrorfragen. Ah, ja, stimmt. Das war cool. Am Geburtstag haben wir das gespielt. Hm. Genau. Genau. Ja, das war auch cool. Da gibt es ja noch so viel mehr andere Teile. Hm. Man sich mal angucken könnte. Oh nein! Wer hat denn diese Map ausgesucht? Niemand, jeder hat random gepickt. Sind wir also alle schuld. Ich kenne sogar ein Spiel, das ich mir sogar wünschen könnte. Da dürften wir dann in den Stream aber nur Leute rein, die es mögen, in der Kamera springende Spinnen zu sehen. Springende Spinnen. Okay. Hilfe's Fire habe ich auch schon gespielt und habe mich auch schon ein paar Mal erschreckt hier. Ja, ich glaube, ich kenne es. Was war das denn? Haben wir bei sonst wen gesehen, glaube ich, ja. Was geht dir ab? Shit. Ich check auch gerade nichts. Diese Map ist einfach viel zu klein. Ja. Die Map ist mini. Ich sehe nichts. Och, Leute. Ich sehe nichts. Wieder auf der Seite. Was geht hier? Ich will Checks auch. Ey, ich brauch dieses Map-Dings gar nicht. Ich bin jetzt schon überfordert, also. Ich würde gerne erstmal die irgendwie lernen. Irgendwie so am Anfang, wo ich. Oh, ich liebe dieses so Item! Holy shit! Hab mich das jetzt nach vorne geboostet. Es gibt kein besseres Item. Irgendwie so Anfang habe ich, wo ich angefangen habe, dich anzugucken, Joel. Habe ich mir Thief Simulator gewünscht. Und jetzt gibt's schon den zweiten Teil dazu. Das ist immer noch in der Warteschleife, leider, ja. Und jetzt ist der zweite Teil draußen. Hallo, Plushi, sei gegrüßt. Also die Demos für den zweiten Teil. Eieiei. 10. Platz. John. Ich weiß zwar nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber damals, wo du noch über Skype eben mit den Leuten geredet hattest. Ja. Ich hatte dir damals eine Anfrage geschickt. 5. Aber da hieß ich noch nicht iRay, vielleicht sagt dir der Name OhoTV etwas. Ja, sagt mir auf jeden Fall was.
Das war ich, ja. Ah, alles klar, cool. Cool. Da siehst TV, du mal, ja, wie lange ich eigentlich schon dabei war. Ja, krasser Shit. Das finde ich immer cool, so, wenn man dann wieder Leute wiedererkennt. Das freut mich. So, jetzt könnt die, wo rausgeflogen sind, gerne wieder dazukommen. Das sieht aber gut aus. 3, 6, 7. Möchte, fehlt noch jemand? Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Mal kurz gucken. Fast das Ende. Ah ja, doch, wir haben noch 20 Minuten, passt. Vielleicht ist das jetzt die letzte Runde, also kommt gerne noch dazu. Immerhin Fünfter. Dafür, dass ich jetzt gerade durch die Fragen und so, habe ich mich fast gar nicht auf die Strecken konzentriert, aber immerhin 5. Platz, bin ich zufrieden. Okay, jetzt bei der einen Strecke, was gab es da schon groß zu konzentrieren? Einfach gefahren. Einfach gefahren und dann passiert einfach so komische random Sachen. Okay, wir warten kurz auf White Bee, alles klar. Nein. Heutzutage ist Skype auch nur noch so ein Haufen braucht und will niemand. Hm? Aber wer nutzt noch Skype, also bitte? Genau deswegen, ja. Genauso unnütz wie ICQ oder wie das Zeug heißt. So wie es die heutige Jugend bezeichnen würde, das ist das Medium, wo Großeltern versuchen, ihre Enkel zu erreichen. Genau. Ach, aber ICQ kann ich nicht schlecht reden, ey. Das war meine Jugend. Da hatte ich so viele krasse Bekanntschaften gemacht. Das kann ich nicht schlecht reden. Wir waren halt die Anfänge, ne? Ja, die allerersten. Ja. Ich kenne die Person, die den besten ICQ-Namen hatte. Meine Mutter. Lotte Biene 19. Ich kenn, so, ich dachte, es heißt meine Mutter auf Skype. Okay. Ich kenne sogar immer noch meine ICQ-Nummer auswendig. Und das waren, die war kürzer wie die von allen anderen, weil ich mich so früh registriert habe. Du warst voll stolz. Meine ist meine Telefonnummer. Du, John, wenn du mal wieder so ein Gaming-Projekt oder sowas, so einfach mal so ein Stream oder sowas bräuchtest, ich hätte da ein richtig cooles Spiel, was du auf der Switch auch zocken kannst. Auch ein RPG. Und zwar Xenoblade Chronicles, wenn dir das was sagt. Ja, klar, sagt mir das was. Ich hab's zwar nicht gespielt, aber es gehört nur Gutes davon. Ja, also der erste Teil ist um Weiten besser als der zweite. Also kommt jetzt ein dritter. Es kommt jetzt ein dritter. Mhm. Was ich aber auch gut finde, es ist so ähnliches Klischee wie bei Final Fantasy. Die Teile haben untereinander nichts miteinander zu tun. Das heißt, du könntest eigentlich jedes Spiel davon ist auch spielen. Gut so. Finde ich auch. Ich finde das besser, als wenn du so eine riesige Serie hast. Stell dir mal vor, hier Final Fantasy, du müsstest alle Spiele spielen, um irgendwie einer Haupthandlung zu folgen. Da wirst du ja irre. Genau. Ah, ist jetzt White Bee dabei? Moment, wie viel sind wir jetzt? Ne, fehlt glaube ich noch jemand, oder? White ja, Bee? Ich glaube, Bee ist noch nicht dabei. Okay, dann warten wir noch. Ja, aber wie gesagt, Vielleicht kommen wir mal dazu, dass du dir das Spiel wünschen kannst. Wir haben ja verschiedene Optionen. Wie gesagt, wenn du öfters in den Stream schaust, dann sammelst du ja diese Kanalpunkte ganz automatisch. Dann kannst du dir Spiele wünschen oder eben durch Geburtstage und so weiter. Ja. Die Liste ist ja, eh noch groß. Ich kenne das System. Ich streame ja selber auch ab und zu. Ah, cool. Aber ich muss sagen, auf Twitch groß zu werden, ist verdammt schwierig. Ja, ich würde es einfach nicht als Ziel nehmen. Einfach nein. Spaß haben und. Einfach nur spielen, wenn man Lust hat. Und dann genau. Eben. Aber ich habe es wenigstens schon erreicht, auch Affiliate zu werden. Also von dem her. Also da bin ich auch schon ziemlich zufrieden. Und das reicht auch. Ich finde, der einzige Unterschied, den ich gern hätte, ist, dass die Zuschauer sich die Qualität selbst einstellen können, wie sie es halt von ihrer Verbindung brauchen. Aber alles andere ist doch das Gleiche. Also da brauche ich nicht mehr. Das können sie im Fall, aber erst wenn du YouTube-Partner, genau, erst wenn du Twitch-Partner bist. Ja, meine ich also, ja. Das ist der Unterschied, den ich ja meine. Ne? Aber alles andere ist mir da egal. Genau. So. Nee, aber ich finde. Wir sind vollständig, oder? Wir sind jetzt 7. Sieht gut aus. Okay, dann los. Ich finde es aber auf jeden Fall den größten Respekt. Also, dass du so eine treue Community hast, die dir auch auf Twitch folgt. Also, das geht auch von mir mal an die Community auch weiter. Jetzt machen wir zum Abschluss 8 Rennen. Das ist dann das Letzte. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass niemand rausfliegt. Das wäre echt schade. Das ist unser letztes Rennen für heute. Los geht's. Okay. Ja, freut mich natürlich auch. Ansonsten könnte ich mir das dann natürlich. Aber ich habe ja auch schon vor vielen Jahren angefangen mit Streams. Also das hält sich ja auch noch ein bisschen. Es war zwar immer nur so das zweite Dingens. Und YouTube hat immer Priorität, aber das hat sich ja seit ein paar Jahren geändert. Und ich freue mich natürlich auch, dass da einige rübergeschwappt sind und auch hier bleiben regelmäßig.
Natürlich, Veränderung finden ist immer gut. Und vor allem, ich finde auch gut diese Veränderung, die du eingegangen bist und alles drum. Alle random. Ich finde es einfach schade, dass es einfach jetzt gar keine großen Projekte mehr richtig wirklich angekündigt werden. Ja, aber ne, klar. Wie gesagt, jetzt die letzten, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, kommt ja noch, wie gesagt, Metal Gear Solid 4 und die Project Zero freiwillig fertig machen und Silent Hill Homecoming. Aber dann ist halt gut. Das war's dann halt. Große Projekte im Sinne, wird halt im Stream dann gespielt. Ja, ich meine so oder so, irgendwann ist es mal rum, da hat man mal die Spiele gespielt und so. Und ich meine, man könnte dann einfach so Streaming und so, allgemein, finde ich jetzt eher unpassend für so Playthroughs im normalen Sinne. Aber ich würde so Streaming allgemein ehrlich empfehlen für so Challenges. Also wenn du dir gewisse Ziele setzt, wenn du zum Beispiel ein Game spielst, irgendein Spiel und dir irgendwie so ein Ziel setzt und Einschränkungen gibst und daraus eigentlich etwas richtig Lustiges und auch richtig Schwieriges machen, zu machen. Ja, das Challenges ist, sind, ja, ich bin nicht so der Challenge-Typ, ne? Ach shit, die Welt wieder, okay, die kenne ich wenigstens noch. Mein ICQ-Konto gibt's immer noch. Ja klar, man ist bestimmt auch noch irgendwo. Aber da habe ich schon ewig nicht mehr aufgehabt. Oh, jetzt sind all die schönen Items weg. War ja klar. Wem gehörten die grünen Panzer, die auf der Strecke lagen? Das waren meine. Ah, okay. Die haben nichts genutzt. Nein, reingefahren bin ich nicht, aber ich habe einfach Tinte ins Gesicht gekriegt und haben die irgendwie beim Vorbeifahren bemerkt. Komm mal schneller, ich will anstoßen hier. Leute, lasst mich ein Teil von euch sein. Okay. Ach nö, aber doch nicht so. Wer war denn das schon wieder? Ich kenn noch zwei Sachen, die tot sind, die niemand mehr benutzt. Die ist nicht so in Deutschland verbreitet, war nämlich MySpace und 4chan. Oh, MySpace war schon groß, aber halt damals, ne? Das war sogar noch vor meiner Internetzeit. Dann kamen halt andere, die das weggekickt haben. Weiß, diese Frage ist jetzt wirklich nicht relevant, aber kann man auf spielafe.de noch spielen? Ja, kann man. Echt? Ich glaube, die Seite gibt's noch, ja. Also haben die das hingekriegt, weil ja jetzt was war das nochmal? Ich glaube, der Adobe Flash. Ach so. Ja, genau, das ist heraus und deaktiviert haben. Also man kann das anscheinend noch spielen, trotzdem. Oh, ja. Anscheinend. Okay. Haben die dann ein neues System raus. Ach nein! Ach komm, doch nur die 8. Manchmal spiele ich einfach nur Spiele für Hole.io. Ich find's einfach lustig, wie ich auf dem Zweitbildschirm einfach den Stream von John offen habe und einfach sehe, wie er gegen jede Wand geknallt ist. Ich nehme alles mit. Alles muss erkundet werden, wie bei Elden Ring. Genau. Oder wie bei Breath of the Wild. Jeden Fleck einfach mal mitnehmen, aber da bin ich auf jeden Fall schon mal froh, dass ich nicht der Einzige bin. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich meinen Führerschein hier gemacht hätte bei Mario Kart 8, ich glaube, die hätte mich gleich in die Psychiatrie gesteckt. Same. Ja, ich glaube, da geht's uns allen so. Gibt es überhaupt Button? Ich könnte ja mal meinen Bruder holen. Der ist verdammt gut in Mario Kart. Also ich kenne niemanden, der ihn bisher besiegt hat aus dem Freundschaftskreis von ihm und von der Familie. Das hört Marc gerne. Braucht neue Opfer. Ja, klar. Braucht neue Opfer. Okay. Ich hole mal schnell. Oh, jetzt fährt er gleich für ihn jetzt. Manchmal ist es so witzig, einfach auf Spiele auf und zu sehen. Was? Das war mein erster Fehlstart heute. Das gibt's so nicht. Manchmal ist es witzig, einfach zu sehen, wie trashig manche Games sein können. Ach komm, ey. Lass mich doch mal auf der. Nein, wer war das schon wieder? Ach komm, on. Oh, ich hab meinen grünen Panzer ja noch. Also mein Gott. Iron Claw, willst du einen Panzer? Wollte ich dich auch gerade fragen. Nein, oh Gott. Das ist schon fast wieder. Ja, Mann.
Brüderchen kommt gleich. Und ich fahre jetzt erstmal durch die Wand. Gott. Wenn ich nur diese Maps, ey, das sind einfach zu viele Maps. Ich werde mich hier nie zurechtfinden. Oh, Alter, ich hasse NPCs. Die nehmen mir einfach meine guten Items weg. Wer hat da gerade mit einer Piranha-Plant nach mir geschnappt und ist dann in den Abgrund gefahren? Ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Held. Ausnahmsweise war ich nicht der im Abgrund. Achso, es war Wölfe. Oh! Der hat wieder geblitzt hier. Das war ich. Ey, es ist doch nicht normal. Gibt's so, Leute, wir sind alle zu schnell. Ihr guckt in den Stream und blitzt, wenn ich Items hab. Gibt's doch einfach zu. Ich hab den Stream nicht mehr offen. Das sagen alle Stream-Sniper. Ich hab den Stream wirklich nicht offen. Ganz, ganz leichte Verzögerung. Ja, natürlich. Ich hab nur meine Switch. Ich mach ja nur Spaß, alles gut. Ich hab Discord offen. Moment. So. Bro, ich mach dieses eine Rennen noch fertig, das ist die nächste Runde fährst du, okay? Marc schwitzt Kumpel schon. Ja, ich glaube, bei ihm wirst du schwitzen. Bei ihm gab es mal eine Foto-Finish gegen mich. Aber das hatte. So legendär. Aber letztes Mal war doch auch jemand da, wo gemeint wurde, ja, jetzt geht's Marc an den Kragen, aber ja, dann doch nicht so, war, ne? War ein guter Gegner, ja. Aber auch stabilisierter zweiter Platz die ganze Zeit, meine ich. Also. Ich kann euch versichern, mein Bruder, der ist ein würdiger Gegner. Na dann. Ja, und wie immer tut's mir leid an die Zuschauer, dass ihr nur das Schlusslicht seht. Ich würde euch gern was anderes bieten, aber es funktioniert nicht. Extra Blatt. Es funktioniert einfach nicht. Aber es macht Spaß. Dann, es macht, ne? Spaß. Ich habe voll Spaß dran. Genau, was ist los mit mir? Ich bin 12. So, Julian, hier, bitteschön. Hier ist das Gameplay. Wer ist Marc? Ironclaw ist Marc. Mach mal die Tür. Der, wo immer Erster wird. Na, hallo? Immer bestimmt nicht. Also, man beachte den armen kleinen Schweizer, der jetzt auf Platz 12 war. Jetzt bin ich mal auf den Unterschied gespannt. Bei der Ansage. Ja. Schauen wir mal. Also, ich weiß ja nicht, wie gut der andere ist, aber mein Bruder, der hat's schon drauf. Der hat's schon wirklich drauf. Also. Mal sehen, ob man auch Itemglück hat, ne? Mal sehen, ob er auch Itemglück hat, ja. Der mit der Pflanze war Rabe. Und ich verfolge das Rennen über den Stream. Ja, also so muss man es auch machen, Rabe. Ganz ehrlich, wenn ich ein Item habe, raus mit. Ich achte auch nicht mehr drauf. Das ist halt Mario Kart. Was willst du machen? Aber das sieht man dann auch an meiner Platzierung. Aber es gibt natürlich sehr viel Sinn, wenn man da fährt, nach jemandem mit einer Pflanze schnappt und dann in den Abgrund fährt. Hey, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Ja. Die Zuschauer müssen nicht gespannt sein, denn die sehen eh nur Platz 7 bis 10. Oh schon. Ah, die Map, die mag ich. Und hier. Aber wenn man lang genug driftet, kommt dann auch so ein Boost irgendwann? Ja, oder? Ja. Okay. Ja. Aber ich komme nicht so dazu, das so lange zu driften, oder? Ah, da bräuchte ich eher eine schwere Klasse dann, ne? Das funktioniert. Und da ist mein Bruder vorbeigefahren an dir. Shit, ich hätte die Mitte nehmen können. Ich zünde euch alle an! Ach nein! Was war denn das für ein... Ja, Mann, die Pflanze des Todes! Warum ist ihr die... Ach, Mann. Ich brauche nur so einen dummen Moment. Ein dummer Moment. Und es ist wieder passiert. Bro, blamier mich nicht, okay? Oi. Ah, Link gegen Link. Ey, da Time-Vorteil. Wer ist der andere Link? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Blaue Panzer! Blaue Panzer! Ich muss jetzt mal loswerden hier. Guck mal, was machen. Oh, nö. Jetzt ging's weg. Oh Mann! Ich wollte die Mitte nehmen und es ging wieder weg und ich nehme wieder hier. Das gibt's doch nicht.
Wie viel Pech kann man denn haben in einem Game? Oh, immer diese Blitze, ne? Ach, come on. Jetzt eigentlich hier Payback für die Pflanze, das hätte sie verdient. Aber nee. Panzer, 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 ich hasse euch. Ja, nimm mir halt das Item weg. Direkt vor der Nase, ey, das ist unfassbar. Das wird nicht besser. Das wird nicht besser, Leute. Shit! Eieiei. Naja, du, Bro, es gibt noch ein paar weitere Rennen. Ne? Ich sag's nur. Also, ich glaube, du warst schon zwei. Ne? Ja! Aber hier kann echt immer überall was passieren, also. Zweiter Platz, endlich! Zippt endlich! Ja, das Spiel ja. Ist ein gewisser mit den Pflanzen gekuschelt. Ich habe gerade heute Witcher Staffel 2 Folge 2 gesehen. Das war auch sehr kuschelig, also was man Elfen und so angeht. Man beachte, dass mein Name jetzt auf dem dritten Platz stand und das war jetzt das erste. Ja, immerhin, ist ein Unterschied, ne? Ja, gucke mal. Das war jetzt das Spiel. So. Hm. Oh, die Strecke, die hasse ich ja bis zum. Ist so, ne? Die ist eklig. Die ist wirklich eklig, weil man da runterfallen kann. Ja, und die ist voller Regen und Wasser und Aquaplaning, ey. Ich sollte alle. Ja, ich tue. Ey, komm, wir tun jetzt alle unser Salz, das wir für das Game haben, auf die Strecke, dann passiert nichts. Ja. Genau, all das Salz auf dann die Strecke. Dann stecken wir. Wir stecken dann in dem Salz fest, so viel Salz, wie wir für dieses Spiel haben. Ja, bei der Strecke wird man doch schnell salty, nicht? Ja, Kiala, ja. Das stimmt. Ich muss echt sagen, also ich bin ja mit der ersten Staffel von Witcher nicht so warm geworden, weil. Das war, muss ich aber auch dazu sagen, das war, da habe ich The Witcher 3 durchgespielt und da war meine Erwartungshaltung war sehr groß, was der Cast angeht und der hat mich enttäuscht. Aber ich konnte das jetzt in der zweiten Staffel relativ ausblenden und ich mag die zweite Staffel bisher sehr. Also die macht echt Fun. Freue ich mich auch schon, wenn ich weiter gucken kann. Bro, komm mal her, ich will auch zugeben. Okay. Das war die Aquaplaning, schon bin ich weg. Ich schaff's hier immer. An einer Stelle runterzufallen. Ich schaff's immer. Oh, aber ich weiß ganz genau, diese Bananenschale, die wird jemand treffen. Oh ja. Ja, die hat mich getroffen. Hey, Merry Christmas. Vor allem, weißt du, auf einer Bananenschale ausrutschen auf einer rutschigen Strecke. Das ist auch super. Ja, das ist Ironie. Ist ein Doppelrutscher. Oh, ist eine Bombe. Keine Items für mich, hab's kapiert. John? Nee, hopp. Willst du einen roten Panzer? Leute, Leute! Es ist so... Ey, komm. Wenn man sich die Items für mich aufspart. Also wenn das nicht dein Wunsch wäre, ne? Dann würde ich dich ganz weit wegbannen. Ich hab noch einen. Lass mich in Ruhe. Du bist gerade... Bist du gerade da runtergefallen? Ja, ich nehme lieber den Freitod, wie deinen Panzer zu bekommen. Du kannst dir gleich noch einen abholen. Ja, super. Einen blauen sogar. Einen blauen kriege ich nicht, also da bin ich zuversichtlich. Sowas kenne ich nicht. Es sei denn, es ist wieder so ein Tieflieger. Okay, musste ich eh weggießen. Nee, es geht noch weiter! Warum habe ich den denn jetzt weggeheatet? Ach ja, warum hat denn ein 8. oder 9. Platzierter überhaupt einen Dreckspanzer? Ich hab einen ganzen 8-Ring. Ja, das ist ja verständlich. Aber. Und ein. Und zwei. Und drei! Hi, John. Oh. Wenn halt alle auf mich gehen. Und die anderen so ganz still konzentrieren sich auf die Führung und ich mache hier Schlusslichtkampf. Ach, ich hab einen blauen Panzer.
John, willst du ihn haben? Jetzt weiß ich endlich, wie sich der erste FCK immer gefühlt hat, wenn er um den Abstieg gekämpft hat. Jetzt weiß ich's. Ich tue mir meine Panzer immer aufsparen. Immer, um John die richtig reinzuhauen. Ja, Geralt ist auch ein guter, eine gute Besetzung. Geralt finde ich super. Aber mit Yennefer komme ich überhaupt nicht klar. Weil bei Yennefer, okay, da habe ich auch eine hohe Erwartung gehabt, aber ich mag die Schauspielerin einfach nicht. Komm ich nicht klar. Ich finde, sie macht es auch nicht gut. Es gibt noch so ein paar andere Charaktere im Cast, die ich nicht mag, aber Geralt ist gut. So, jetzt bin ich wieder am Knüppel. Ah, ich mag es immer, John, meine Panzer aufzuspannen und reinzuhauen. Ui, okay. Alles doof. Hab's noch schon erfolgreich. Wie viele Punkte haben? Ich hab 18. Also am wenigsten cool. Besser als 17. Okay. Fünftes Rennen von 8. Dann ist Finish für heute. Am Donnerstag haben wir wieder einen Stream. Wie gesagt, um 17 Uhr beginnt unser neues Hauptprojekt Dino Crisis. Am Freitag holen wir Drono Trigger und Mad Games Tycoon nach. Und am Samstag gibt es den fetten 12er, nicht vergessen. Wir haben noch eine große Streamwoche vor uns. Yo, und wer noch weitere Wochen wissen will, schaut einfach in den Twitch-Plan. Mir wird immer mein Item weggenommen. Wie gemein ist das? Ich mag den Anfang, wo ich noch so ein bisschen oben dabei bin. Das ist immer so ein kurzer, schöner Moment. Kann ich mir vorstellen bei den ganzen Abgasen. Ich hab schöne 3 Panzer, wer will? Also jetzt hab ich 2. Nein, danke. Ich hab 3 gestohlen, yo! Ach, ja, direkt in die Gumba-Fresse! Oh. Genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich so einen Gumba direkt einen Panzer ins Gesicht gehauen. Ja, dann war das Karma, das finde ich gut. Machen die überhaupt auf der Straße? Okay, natürlich nur mit. Ja. Und blau Panzer, yay! Entschuldigung schon mal an denen, dass ich ihnen gerade einen Panzer richtig hart rein. Oh Mann, ich wollte endlich mal so einen Boost haben! Nö! Und Items habe ich auch wieder nicht! Du kannst ja nochmal zurückfahren, John. Ach, ist das eins. Das ist einfach die unsicherste Strecke der Welt, weil ganz ehrlich, warum sind Passagiere mitten auf der Fahrbahn? Nehmt mir jetzt wieder die Items wegnehmt. Ich schwöre, ich raste durch. Wer hat den blauen Panzer? Okay, ich durfte meine Items benutzen. Danke. So, Gumbas, Karma for you. Was ist? Ah, jetzt habe ich mal so. Ich habe meinen ersten Boost gehabt durch. Oh Mann, kann man keinem erzählen. Das erste Mal ist immer besonders schon, ne? Ja. aber es ist. Hilft mir trotzdem nicht zu Ruhm und Ehre. Hab immer noch hier den 8. Platz. Naja. Ich hab den 5. Platz. Boah, das dauert aber auch ewig, bis man da einen Boost bekommt. Ja, da muss man echt eine schwere Klasse. Also, wenn wir es nochmal spielen sollten, dann werde ich eine schwere Klasse ausprobieren. Ja, Gumbas, geil. Gönnt mir halt nicht mal den 8. Ah, doch, den habe ich noch, okay. Sapsi, nochmal Mario Kart, damit es wieder ein schöner Familienstream mit Salz gibt. Alles klar, ihr habt gehört. Wir werden immer mehr, ne? Mario Kart geht weiter nächsten Monat, alles klar. Mario Kart. Ich mach dann wieder mit. Gerne, gerne. Jeder ist eingeladen, noch einmal Plätze frei. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine volle Runde, das wäre natürlich geil. Könnt, wie gesagt, auch gerne Leute noch fragen, die ihr kennt, die Bock drauf hätten. Discord ist, wie gesagt, optional. Ja, mein Bruder. Der wäre auch wahrscheinlich dabei. Oh. Die hatten wir noch gar nicht, ne? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass Gumbas Pilze sind. Also was sonst? Gumbas Pilze? Ja, Gumbas sind Pilze. Wenn man jetzt mal so ganz an die 2D-Marios denkt, sah schon wie Pilz aus.
Haarige Pilze, ja, okay. Mit Gesicht. Mit Gesicht. Das ist so typisch Mario-Universum. Nimm, was du möchtest, klatsch ein Gesicht drauf. Et voilà. Alles Gesicht, ja. Alles muss ein Gesicht haben. Ja, aber noch schlimmer erfüllt das Klischee einfach Pokémon. Ja. Da gibt's Pokémon, die sehen aus wie ein Schlüsselbund. Wo muss ich hin? Niemand hat meinen roten Panzer bekommen wahrscheinlich. Cool. Doch, ich. Ah, okay. Den ist einer. Hat sich's gelohnt. Das gibt so Rache, John. Das gibt Rache. Nein. Willst du drei grüne Panzer? Ja, probier's doch. Ja, wenn ich dich finde, du, ich krieg die rein. Das Beste, was du mit grünen Panzer machen kannst, ist die einfach random durch die Gegend. Nee, ich bin weit weg. Du bist weit weg, Junge, ich seh dich. Nee, kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Ich hab dich eben gesehen. Nee. Was auch mal lustig sein könnte hier auf Mario Kart, so einfach so diese Hä? Was war das? Was war das? Was jetzt? Ey, war da eine Banane, John? Nein, das war irgendeine Riesenverarsche. Das kann nicht sein. Ey, jetzt fühle ich mich richtig gemobbt von dem Spiel. Das kann man klippen. Das Spiel verarscht mich. Das war nicht ihr, das war nicht ich. Das war das Game. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Spiel will einfach, dass es so läuft. Das Spiel will den Salz. Du, was hast du? Das, unfassbar, unfassbar. Ich höre es Riese. Ich bin Zehnter. Ich war vorne dabei und dann denkt sich das Spiel, nö. Der Moment, wenn du einen Stern hast und dich der Blitz dann trotzdem treffen kann. Ich hatte einen blauen Panzer und hab den blauen Panzer immer noch. Und warte, bis ich jemanden finde, der kein NPC ist, den ich den Panzer so richtig reinhauen kann. Meine Güte, ey. Oh, blauer Panzer, Überraschung. So verflucht. Der blaue Panzer kommt von mir mit Liebe. Stimmt doch gar nicht. Gönn noch irgendwas Gutes, bitte. Na, das ist doch nicht gut für den hinteren Platz. So, ich hab noch drei Panzer. Ja, bei dem Speed, ja. Nee, das wird nichts mehr, Leute. Also meine Mario Kart Karriere, das kann man irgendwo in die Tonne schmeißen. Yo! Immerhin! Die 8 behalten! Was geht das? Drei Panzer! Fotofinish. Ja, immerhin noch vor euch beiden gewesen. Oi. Ich hab gerade drei Panzer nach vorne geschossen, in der Hoffnung, John zu treffen, aber hab's nicht hingekriegt. Und ich bin noch gerade mit dem Kugelwilli. Ich hab ein Fass berührt kurz vor der Ziellinie. ja klar, Max, kann er gerne mitspielen, jederzeit. Nächstes Mal dann gerne. Ja, jetzt ist die Zuschauerzahl hochgegangen, wegen diesem Fotofinish, ich sag's dir. Heiliger Bimbam. Oh Mann. Die Gruselvilla. Da war eine Banane, echt? Okay. Also so dreckig, oder? Die muss ja direkt vorm Absprung gewesen sein. Aber direkt. ich glaube, ich weiß, wem die gehört hat. Sei still, sei einfach still. Aber wenigstens eine schöne Map hier noch. Schön. Warum hast du eben so geschrien? Das siehst du dann im Clip, den Sapsi gemacht hat. Es war also super, ich war echt gut dabei und dann, das hat mich so dermaßen zurückgeschleudert. Ach krass. Warum bist du immer so schnell? Ich möchte ja doch nur einmal noch einen Panzer reinhauen, bevor... Das sammelt genug Münzen. Das sind meine ersten 30 Sekunden, wo ich noch oben mitspiele. Lasst mir wenigstens die. Nein! Die Sache ist halt, ihr werdet halt niemals raten, als was ich arbeite. Ihr würdet es niemals erraten. Du warst auch schwierig bei der großen Berufsfeldwahl, ne? Programmierer von Nintendo? Nö. Ja genau, ich bin derjenige, der Mario kratzt. Ja, dann raus! Nein, ich arbeite bei Burger King. Ja, cool.
cool, nice. Ja. Und ich bin dort nicht nur Küchenchef, ich bin bald auch, also ich bin befördert worden zu einem Schichtleiter. Ah, nice. Oh. Mhm. Ich war vor 3 Tagen bei Burger King. Ich bin ja immer nach wie vor der Meinung, Burger King immer noch besser wie McDonald's, auch wenn McDonald's sich mittlerweile deutlich mehr gemacht hat wie in den Jahren zuvor. Aber Burger King würde ich immer noch priorisieren. Und vor allem, das absolut geilste, was Burger King je erschaffen hat, ist dieser Frühstücksburger. Das ist das geilste Geschöpf auf Erden. Also mal, also was Burger angeht. Also was, nee, Moment, was Fastfood-Burger angeht. Es gibt natürlich noch diese speziellen Burger, die außer Konkurrenz stehen. Aber für Fastfood-Burger, der Frühstücksburger von Burger King, der ist geil. Ja. Burger King ist auch besser als McDonald's. Was ich am geilsten finde am Burger King sind einfach diese Chili Cheese Nuggets. Die sind auch geil, ja. Das sind einfach die Dinger, die haben mein Herz erobert. Chili Cheese sowieso immer. Also egal, also selbst die tiefgefrorenen schmecken geil mittlerweile. Also, obwohl ich das selten sage, aber Chili Cheese geht einfach immer. Okay, John, meinetwegen als Premiere, weil ich das erste Mal bei einem Stream von dir dabei bin, ich könnte mal so eine Ansage machen hier übers Mikrofon, wie ich es immer über einen Drive-Thru mache. Mhm. Wenn du das mal hören möchtest. Klar, hau raus. Okay. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Burger King. Ihre Bestellung bitte. Du hast auch so eine Stimme, da hat man Bock zu bestellen, muss ich ehrlich sagen. Ich hör das jedes Mal. Ich höre das jeden Tag. Jede zweite Person sagt das zu mir. Ey, die haben ja mega die angenehme Stimme. Sag oder? Ich auch, ja, ich brauch ein bisschen Livestream nebenbei und so Schleichwerbung. Ja, so, vielleicht kauft. Vielleicht verkaufst du deswegen so gut. Also bei dir hole ich mir da nochmal eine Portion extra, weil die Stimme macht dann schon was aus. Ja. Das ist wirklich so. Also das wollen Beste. Sie die Pommes mit extra Chili-Cheese-Soße oder wollen Sie die mit Cheese und Bacon? Chili-Cheese. Chili-Cheese, sehr wohl. Darf es denn sonst noch etwas sein für Ihre Bestellung? Eine große Cola. Large oder King-Size? Und wollen Sie diese mit Eis oder ohne? King-Size mit Eis. Haben Sie denn sonst noch einen Wunsch? Nein. Dann dürfen Sie nach vorne ans Fenster fahren. Ich danke Ihnen vielmals. Ja, endlich hier, Mensch. 64? Oh Gott, das Yoshi-Tal. Yoshi, vor allem genau. Subsea the Cat, ey, Long Chili, Mann, das sehe ich genauso. Der ist einfach hammergeil. Oh ja, den liebe ich auch. Den Long Cheese Chili, den liebe ich auch, ja. Ich habe mir sogar mal meinen eigenen Burger selber zusammengestellt und ich nenne den einfach den Iray Burger, weil ich bin Iray und ich liebe diesen Burger. Man nimmt einfach einen extra Long Chili Cheese und macht einfach einen Long Chicken Patty anstatt des Fleisches rein. Ja, geil. Das ist auch übelst geil. Nur noch ein bisschen Käse und Speck rein und du hast den. Das ist für mich einfach der geilste Burger. Vor allem, weil wenn du halt im Burger King arbeitest, du weißt einfach, was für dich einfach die coolsten Sachen sind, was einfach die feinsten Sachen sind und du kannst es einfach selber zusammenstellen. Ja, das ging ja früher auch nicht bei Mc's, ne? Nein, das ging ja früher nicht. Mittlerweile schon, aber früher konntest du es nur bei Burger King zusammenstellen. Da habe ich gern den Big King XXL und da dann nochmal mit extra Bacon drauf. Den habe ich auch immer gefallen. Das ist Burger King gewesen, nicht Mc's. Das ist Big Mac. Ja, meine ich ja. Also bei Burger King habe ich immer den Big King XXL mit extra Bacon aber dann noch genommen. Und ich fand das so toll, dass ich da einfach dazu sagen konnte mit extra Bacon. Das konnte es nämlich damals bei McDonald's halt gar nicht machen. Mittlerweile geht das natürlich mit den automatisierten Dingen, aber... Mach dir da mal keine... Du wirst den Schaden lachen, wenn du wüsstest, wie viele Leute manchmal reinkommen. Ja, ich hätte gerne ein Happy Meal. Ja, das kenne ich von meiner Client so, wenn ich sie frage, und was möchtest du hier haben? Happy Meal. Hm. Ja, Kids-Menü dann halt, ne? Ja, genau. Oder wirklich, wenn sie wirklich so ein Big King eigentlich wollen, ja, gerne ein Big Mac. Ja, klar. Das und ab und zu sagt man wirklich als Joke, weil bei uns, wo wir den Burger King halt haben, ja, hat halt die Straße weiter halt einfach um McDonald's. Da sagt man manchmal wirklich so eiskalt raus, ja, da müssen sie die Straße ein bisschen weiterfahren, dann kriegen sie ihr Big Mac. Das ist gut. Also jetzt als No-Hate oder so, aber einfach so als Joke und ganz ehrlich, klar, wir haben auch richtig gelacht und so. Ich habe auch mal einen gebracht gehabt, so ein Witz, der war, da hatte einer gesagt, ja, ich hätte gerne einen normalen Cheeseburger, habe ich gesagt, ja, da haben sie noch was? Glück. Da haben sie noch Glück, ja, die abnormalen Cheeseburger sind momentan leider ausverkauft. Sehr gut. Der hat sich nicht mehr, der konnte nicht mehr. Der hat mir am Ende dann irgendwie noch so 10 Euro Trinkgeld gegeben, wegen meinem Humor. Ja, cool. Da freut man sich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich höre immer so viel positives
Feedback aufgrund meiner Stimme und einfach, wie ich die Gäste halt behandle. Aber da weiß man einfach, dass man auch was richtig macht. Ja, ist doch schön. Ja, freut Stimme mich. Macht echt viel aus. Was ja. Ich am besten bei Burger King finde, ist der Doppel-Cheeseburger. Ich hab nichts Glück, okay. Ist einfach ein Cheeseburger mit zwei Fleisch und zwei Käse. Ja, I know. Ah, Burger King, die Filia. Die Fast Food, der jede Klamotten mit ihrem Ketchup auf einem kompletten Bann ruinieren kann. Warte mal, was Max Schützer schreibt, aber ich habe eine Alternative zu Chili Cheese Nuggets. Woo! Das war Brokkoli Cheese. Was habe ich getan? Ich bin Dritter! Brokkoli Cheese, das hört sich aber auch noch gut an. Ah, oh, das ist ein schöner Abschluss für mich. Einfach mal Dritter. Hat sich aber wirklich nicht so schlecht am Brokkoli Cheese. Ihr müsst einfach wissen, ich arbeite zwar im Burger King, also ich lebe ja in der Schweiz, ne? Hm. Ich habe aber auch eine Ausbildung gemacht als Koch. Also ich bin ausgebildeter Koch. Yo, was haben wir hier? Was? Sechster Platz an mich. Yo, Ironclaw, herzlichen Glückwunsch. Danke. By B, dicht gefolgt von Rabe. Nice, das war ein knappes Rennen zwischen den beiden. Wobei, ja. Marc ist einfach nichts zu machen. Ey, wann kommt der Marc-Konkurrent? Wo war jetzt sein Bruder Ray nochmal? Die große Konkurrenz? Ich hab's nicht ganz mitbekommen. Also, meine große Konkurrenz, ich habe einfach schon zu viel verkackt, als dass er es aufholen hätte. Ach so, daran lag's. Ja. Ja, stimmt. Er hatte, ne? Er hatte nur zwei Runden gespielt, den Rest habe ich ja weitergespielt. Ach so, ne. Ich hatte nur Itemglück. Ja, genau. Daran wird's liegen. John hatte einfach Itempech, dem wurden einfach alle gestohlen. Ich hab den Videobeweis, was mir alles passiert ist. Ich muss gar nichts sagen, also. Eine arme Misshandlung, ey. Sind wir hier im Red Room? Ja, cool war's, Leute. Hat Spaß gemacht. Ja. Das war's für heute. Ich bedanke mich für die große Teilnahme hier. War echt lustig. Und ich freue mich, dass es nächsten Monat mit Mario Kart weitergehen wird. Dann auch gerne wieder mit euch und mit weiteren. Das war's. Wir werden uns dann am Donnerstag um 17 Uhr, wenn ihr wollt, wieder hören zu Dino Crisis. Schönen klassischen Horror genießen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch nur das Beste.